Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu Dishonored. So. Ja, wir sind hier. Ja. Was haben wir denn in der letzten Folge gemacht, sagt mal? Ich glaube. War das hier? Das war. Aha, wir haben die Ausrüstung geholt letztes Mal, ne? Oh ja, stimmt. Ich habe. Oh. Ich habe mein Schwert wieder. Huch. So, und ich glaube, wir müssen da durch, oder? Ich glaube, wir müssen da durch. Es ist seit letztem Mal wieder ein bisschen Zeit vergangen, deswegen, entschuldigt mich, wenn ich nicht so richtig Bescheid weiß. So. Okay, ich gehe einfach mal da durch. Ich glaube, wir haben ja sonst alles gemacht. Zur oberen Ebene der Rutshaw Waterfront gehen. So, oh. Oh. Ach, warte mal. Ich weiß, wo das ist. Ja, natürlich. Da, guck mal, die Flusskrieche haben wir alle schon erledigt. Und hier ist auch schon offen. Ja, richtig. Ja, das erklärt, warum ich auch... Na, toll, da sind wir da. Da sind wir da neue von denen. Das ist ja jetzt ganz toll. Das erklärt, warum ich vor ein paar Folgen, wo wir hier waren, nämlich... hatte ich so das Gefühl, als müsste ich eigentlich von der anderen Seite zu dieser Tür kommen. Und, oh Gott. Herzlichen Glückwunsch. So ist es nämlich auch. Und, warte mal. Nachtsicht. Wo ist der? Huch. Nicht. Die teleportieren sich doch da irgendwo rum. Wo sind die denn? Huch. Ja, shit, ey. Das gibt's ja nicht, dass jetzt... Boah. Alter, ich höre die doch ganz genau. Das gibt's doch nicht, dass hier wieder neue sind von denen. Hilfe! Wo sind die denn? Boah, das macht ja hier voll paranoid, wenn man hier die ganze Zeit das Teleporte hört, ey. Okay, also wir müssen ja eigentlich auch nur zu der Tür da hinten. Ich nehme mal den Weg übers Dach. Ich versuch's zumindest. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gesehen werde. War da nicht gerade... Jo, da ist jemand. Da ist... Schiete. Okay, pass auf. Boah, die haben auch teilweise so eine krasse Sichtweite, ne? Er sieht mich Gott sei Dank nicht hier. Komm, dreh dich um. Komm schon, dreh dich um. Ja, das reicht mir. Okay. Wir haben es geschafft. Und die lasse ich jetzt einfach mal stehen, weil, ganz ehrlich, das hätte, glaube ich, zero Sinn, weil wir haben ja die da in dem Level waren eigentlich schon gemacht und wir haben das ganze Level durchsucht nach... Boah, weiß auch nicht. Nach 20 Stunden habe ich dann doch mal gecheckt, dass in dem Level doch ein bisschen mehr zu finden ist. Ja, naja. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder hier mit Ausrüstung diesmal. Das ist doch ein bisschen besser. Ich hatte ja da auch gemeint von wegen, hä, es kann nicht sein, dass ich meine Ausrüstung noch nicht habe. For rent. Ja, muss ich mal überlegen, ob ich mir hier so ein Haus miete. Hm. Ist jetzt nicht die beste Wohngegend, muss ich zugeben. Ich glaube, da... Geht's. Warte, wir gehen unten rum. Da hinten geht es, glaube ich, nur dahin, wo es hinter dieser kleinen Wohnung lang ging. Oh, warte mal. Jetzt mal wieder mit den Tasten klarkommen hier. War vielleicht. Na, das ist ja auch lustig. Sorry. We're closed. Da müssen wir wohl bis morgen warten, bis wir da einkaufen können, ne? So, jetzt warte mal. Ja, da hinten sieht es nicht besonders weitergierig aus. Entschuldigung. Da oben wird der Eingang markiert. Aber es muss doch noch einen anderen Eingang geben, oder? Das kann doch nicht sein. Kann ja nicht sein, dass ich so offensichtlich hier... Boah, nee. Ja, natürlich. Das fängt ja schon wieder gut an. Nein, verdammt! Nein!
speichere ich denn nicht? Oh Gott, ich speichere echt sau selten mittlerweile, ne? Das gibt's ja nicht. Bin zum Speichersparfuchs geworden. Okay, du hast mich letztes Mal nicht gesehen, dann siehst du mich jetzt auch nicht. Gut. So, jetzt erstmal speichern. Okay. Wie kommen wir jetzt da rein? Ah, warte mal, vielleicht ein... Ach nee, Quatsch, da geht's ja nicht lang, ne? Da. Ich würde so gern da reingehen, da. Ja, ich meine, wir haben natürlich Betäubungsbolzen, ne? Aber ich weiß nicht so recht. Der guckt natürlich genau hierher auch, ne? Das Problem ist, wenn ich den jetzt mit einem Betäubungsbolzen erlege, dann... Dann sieht das doch direkt jemand. Und wie viel habe ich überhaupt? Ah, ich habe alle 10. Oh, das ist ja nice. Da war mein Vergangenheit ich ja mal nicht so verschwenderisch. Okay, pass auf. Ich glaube, der fällt runter, nicht wahr? Der fällt fett runter. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich glaube, das zählt nämlich trotzdem als Töten dann. Okay, weißt du was? Ich mache jetzt mal öfters wieder Speichern hier. Entschuldigung. Kann ja nicht so weitergehen hier. Muss ich ständig wieder zurücklaufen hier. So. Speichern. Huch. Nee, da ist Schleichen. So. Okay, warte. Dann warte ich einfach mal. Bis der sich umdreht oder so. Warte ich mal gerade. Bis der... am Weglaufen. Oh, guck mal da hinten. Ja, der ist das Problem. Aber da sind ja noch viel, viel mehr. Und der guckt mir direkt hierher. Das ist ja wunderschönstens. Okay. Ja, komm, ey. Wow, das ist ja... Das macht ja so einen großen Unterschied. Einfach mal kurz aufstehen und einen halben Meter nach links laufen, um von links aus das Ganze mal zu betrachten. Wow. Wow. Na, komm schon. Ich hab auch nicht ewig Zeit hier, ja? Das muss jetzt mal laufen hier. Ja, komm schon. Was soll ich denn jetzt machen? Kann er doch so nicht. Oder? Der fällt doch eh wieder runter. Der fällt fett runter. Ah, Mann, ey. Wenn ich den irgendwie in der Luft aufsemmeln könnte oder so. Das wäre natürlich auch cool. Oder wenn ich den zu mir herziehen könnte. Das können die ja. Aber das geht im Hauptspiel leider nicht. Soll ich jetzt noch... Ich kann doch jetzt nicht noch ewig hier warten, ey. Ich brauche doch Content. Ich brauche einen Unsichtbarkeitsring. Nein! Boah, das ist ja der Hammer. Der wechselt ja einfach nur zwischen rechts und links, ey. Da kannst du doch vergessen. Was soll ich nur machen? Okay, da läuft einer rum. Ich warte, ich time jetzt einfach mal ab. Mit dem, der da rumläuft. Warte mal, ich kann doch hier auch eigentlich ins Wasser gehen. Und vielleicht von hier unten aus das Ganze so ein bisschen umgehen. Ja, das könnte klappen. Ah, so weit, so gut. Okay. Jetzt sind wir hier. Okay, warte mal, da kommt doch gerade einer. Ah, nee, der ist da oben drauf. Der ist leider da oben drauf. Aber warum crouche ich immer nicht? Ah, stimmt, hier sind ja Hunde. Verdammt, ey. Okay, warte mal. Okay. Jetzt fällt er da runter. Hoffentlich ist er nicht tot jetzt. Nee, der lebt noch. Ach ja, natürlich. Ach komm. Ach, das ist doch scheiße, so was. Wo bin ich? Hier bin ich. Okay. Der läuft jetzt da auf ein... nee, das ist der auf dem Dach, ne? Der, genau, ja. Okay, warte. Ah, da sind mehrere Hunde. Das ist auch so kacke, ey. Oh. Okay, der kommt wieder auf mich zugelaufen. So.
So. So, dann fall jetzt. Ja, was? Was machst du denn da? Oh, oh. Das ist doch schon wieder. Ja, es war so. Das war so klar. Na, warte mal kurz. Warte mal hier. Ah, hier können die mich nicht sehen. Okay. Warte, das merke ich mir mal. Ich versuche ihn jetzt nochmal auf dem Dach zu erlegen. Aber. Ja. Ey, jetzt. Oh, jetzt stecke ich hier fest. Jetzt steht der da. Das ist ja echt wieder super. Der Hund ist gerade nicht da. Das ist wenigstens mal ein was Gutes. Wobei ich den schon ganz gerne erledigt hätte, den Hund. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Dieses Rumgekämpfe von denen immer, ne? Weil ich speichere mal hier. So. Geht das? Das wird sowas von nicht klappen. Der ist wieder mal nicht gefallen. Ja, guck mal, da stehen ja einfach Tausende, Alter. Boah, wie soll sowas denn möglich sein hier? Oh Mann, ey, jetzt geh doch mal wieder hier vor. Wo er hier runtergefallen ist, hat es echt gut ausgesehen für einen Moment. Vielleicht muss ich einfach von oben anfangen. Aber die Frage ist, wie komme ich überhaupt nach oben? Also anders als über den Weg hier. Ich meine, vielleicht, ja, vielleicht komme ich da hinten lang, ne? Hä? Okay, ich glaube, das geht. Ne. Wo? Ach, komm schon, ey. Ich kann mir auch gar nichts erlauben hier, ne? Okay, warte. Der steht da gemütlich rum. Ich bräuchte echt einen Unsichtbarkeitsdrang oder sowas. Ich bräuchte echt einen Unsichtbarkeitsdrang. Sowas wäre so nice. Oder halt so eine Fähigkeit, besser gesagt, ne? Ist, glaube ich, realistischer hier. Ah, das wäre so toll. Das wäre so toll. Jetzt, wo kommen denn jetzt die Hunde? Er geht weg. Okay, warte, speichern. Das ist wenigstens ein bisschen Fortschritt. Er kommt zurück, okay. Das ist auch gut. Okay, warte. Gut, dass die so... Oh, verdammt. Soweit funktionieren. Ich speichere jetzt einfach mal. Ich nehme das Risiko in Kauf. Wenn sie die Hunde entdecken, ja, mein Gott. So, jetzt lauf bitte mal extra weit nach vorne. Okay, das muss reichen. Fall vor. Ich sage dir. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ey, da... Oh Mann, ey. Du hast hier keine Chance, ne? Keine Chance. Okay. Ja, warte, die Hunde sind ja erledigt. Ich lasse den jetzt einfach. Der nervt einfach nur, ne? Die nerven alle. Okay, ich glaube, die tragen keine Beute. Warte mal, ist hier noch ein Hund? Vielleicht erstmal gucken, ne? Ja, so. Okay. Hä, habe ich da nicht gerade einen gehört? Ich höre ganz genau einen. Ganz deutlich. Ach so. Ich höre einen Hund. Wie kann das nur sein? Wie kann das nur funktionieren? Hat er denn die Augen offen beim Schlafen? Alter Schwede, sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Jo. Da liegt irgendwas, habe ich schon gesehen. Okay, da können wir jetzt mal reingehen. Das Problem ist, sie sind echt aufmerksam. Auszug aus dem Tagebuch eines Attentäters. Auszüge aus meinem neuen Tagebuch. Die vier Hunde, die wir vor den Aufsehern gerettet haben, machen große Fortschritte. Ich bin zuversichtlich, dass die Wirkung des Trainings der Fanatiker mit weniger Pflege und dem richtigen Futter allmählich verblassen wird und sie sich dann immer mehr so verhalten, wie wir es uns wünschen. Wünscht euch das denn, dass die einfach jeden killen oder... shit. Wobei, bei denen stelle ich mir eher vor, dass die... Oh nein. Ah, Hilfe. Bei denen würde ich mir eher vorstellen, dass die ihre Hunde vielleicht so erziehen, dass die dann, keine Ahnung, auch so sneaky sind. Oh. Ja, da liegt halt einfach mal
eine Korbplatte. Ey, das, die Geräusche von den, die Schnarchgeräusche von denen, ne? Echt Dame. So. Was labern die eigentlich? Scheiße. Naja. Okay. Da geht's rein, ne? Ja. Vielleicht könnte ich das jetzt, könnte ich da jetzt sogar irgendwie langkommen. Aber es wäre natürlich zu einfach. So. Komm schon. Habe ich gespeichert? Wann habe ich gespeichert? Ah. Guck mal, ist ja noch gar nicht so lange her. Weiß ich, guck gerade noch, ob da einer ist. Ach so. Ja, das ist natürlich doof, ne? So. Oh, der da hinten blitzt einfach mal. Ich habe mir einen rausgeholt, Alter. Yeah. Gleich einen niceen Platz auch noch. Oh, achso. Munition. Okay. Speichern. Alter, speichern. Aber fett speichern. Okay. Okay, okay, okay. Boah. So, da oben läuft einer entlang. Oh, nein, der ist natürlich hier runtergelaufen, auf, direkt auf mich zu. Ist klar. Wie konnte ich den jetzt nicht sehen, ey? Hä? Ach, so natürlich. Ja, das ist natürlich auch so ein Problemchen, ne? Schneller. Das ist mir egal, ob ich jetzt hier ein bisschen Mana verschwende. Wir haben unsere Tränke wieder. Ah, Mann, ey. Das ist aufregend. Speichern. Oder geht's da irgendwo lang? Oh, da sind auch noch Runde. Ah, so. Hier sind auch noch Runde. Verstehe. Okay. So, Nachtsicht wieder an. Tut mir leid. Aber die brauche ich jetzt wirklich dringend. So. Alles klar. Ich habe übrigens mal meine Mikrofonabhörung ein wenig leiser gedreht, dass ich nicht mehr so leise rede, weil mir ist aufgefallen, dass ich ziemlich leise rede, weil die Abhörung so laut war. So. Jetzt rede ich hoffentlich nicht zu laut. Da hat sich einer teleportiert. Ja, da. Oh, da hinten. Ja. Warte, speichern. So, jetzt können wir theoretisch mal mutig sein. Ach nee, den können wir nicht da abschießen. Ach, oder? Warte mal, der fällt doch eigentlich nur... Der fällt nicht weit, ne? Nee, der fällt nicht weit. Die Frage ist... Nein. Der ist einfach genau aufs Genick gefallen. Habe ich mir auch gedacht, das Geräusch hat schon so ein bisschen verraten. Einfach so... Aber man weiß ja nie. Vielleicht war es ja doch nur der Arm. Ist ja dann nicht schlimm. So, warte mal kurz. Da haben wir... Da will wir... Warte mal kurz. Mana kann ich so nicht tragen. Ich würde vielleicht... mal ein Tränkchen nehmen. Wobei, das Heilige... Das spare ich mir mal kurz auf. Ah, shit. Nicht jetzt hier runter. Lieber da oben bleiben und alles im Blick haben. Okay, was ist mit dem? Ja, der guckt da runter. Der guckt einfach fett da runter. Da oben ist auch noch einer. Hier sind einfach so viele von denen. Es ist nicht zu fassen. Okay, jetzt guckt der hier gleich her, ne? Ich fasse es nicht. Ich verliere die Fassung. Ja, das ist... Boah, wie soll ich da... Warte mal, komme ich da? Komme ich? Einen Moment... Ah, guck mal. Okay, da drin stehen natürlich welche, aber die können mir mal getrost am allerwertesten vorbei. So, ich gehe hier hoch und warte vielleicht ganz kurz. Jetzt dreh dich bitte nicht zu mir. Ich habe gesagt, du sollst dich nicht zu mir drehen. Ah, okay.
Okay, aber jetzt geht... jetzt weiß ich wenigstens, wie ich das vielleicht hinkriegen könnte. Nein! Oh, Hilfe! Komme ich da nicht so? Verdammt. So. Okay. Hier vielleicht auch nochmal speichern. So. Okay. Aha. Glück gehabt. So, ach, da läuft der andere auch gerade weg. Sehr gut. Ach du, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wo du hier gerade stehst. So. Du siehst mich nicht. So. Huch. So. Und die lustige Bande noch ein bisschen erweitert. Die lustige Attentäterbande. Ja. Allerdings verabschiede ich mich dann erstmal für die Folge und sage bis zum nächsten Mal.